Juhu! Morgen! Morgen! Frühstück, oder? Eigentlich frühstücke ich mal und gar nichts, sondern auch im Training. Ich war immer die ersten ein, zwei Stunden nüchtern unterwegs. Ich muss jetzt ein bisschen zwingen, was zu essen, aber man braucht die Grundlage. Wir sind ja halt wieder, denke ich mal, knappe 5 bis 6 Stunden unterwegs. Und da tut dann so ein Brötchen einfach gut, damit was im Magen ist. Und die Armlinge ziehe ich einfach jetzt an, um ein bisschen mehr Kälteschutz zu haben. Und das Gute ist, wenn es warm wird, kann man sie einfach hier runterziehen unter der Jacke. Dann schwitzt man nicht mehr so. Und wenn es wieder kalt wird, zieht man sie einfach wieder hoch. Und ist dann ähnlich wie bei den Beinen eben Kompressionswirkung, damit man eben schön schieben können, damit die Muskulatur gut durchblutet wird. Deswegen die Armlinge. Ja, das Laufen ist wunderbar. Ich muss trinken. Hallo, ihr Lieben, was wollt ihr? Einmal Energie tanken und dann geht's downhill. Durch den Schnee. Was ist hier dabei? Haben wir ausgemacht, oder? Jetzt den Downhill runterbringen, nächste Steigung und dann sind wir fast schon im Ziel. Also positiv heute. Bis jetzt noch. Juhu! 500 Meter noch, Gott sei Dank. Kurz, aber knackig. Heute tut alles weh, aber jetzt in die Badewanne erholen, heute Abend Massage und noch 5 Tage. Gott sei Dank. Erstmal bereit für ein Bier und dann Minuten ganz klar am Ende hier unterwegs gewesen. Und jetzt warten wir auf das Team Sensenlos.